Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Hütet euch vor Vermutung, denn die schlimmste aller Lügen ist die Vermutung. Liebe Geschwister, wir leben in einer Zeit, in der die Beziehungen unter Familien immer schwächer werden. Man entfremdet sich von Menschen, die einem mal was bedeutet haben. Man wird allein gelassen und die Einsamkeit holt einen ein. Und dabei ist eine Sache zu beobachten. Immer dann, wenn Menschen allein gelassen werden, man sich nicht mehr so viel Zeit nimmt für sie, fangen manche an, die Geduld des guten Denkens zu vergessen. Das ist dann der erste Schritt Richtung negative Gedanken. Hass, Groll, Neid, Wut. Und schließlich sucht man nur noch nach Fehlern, lästert und geht vom Schlechten aus. Dabei ist man sich nicht mal zu 100% sicher, warum die Person sich plötzlich anders verhält. Jedes Verhalten wird interpretiert und gedeutet. Und alles fängt damit an, weil er sich nicht gemeldet hat. Weil sie einen schiefen Blick geworfen hat. Oder weil sie mich nicht begrüßt hat. Warum müssen wir immer alles deuten? Hat Allah subhanahu wa ta'ala uns die Fähigkeit gegeben, in die Herzen der Menschen zu schauen? Finden wir es etwa toll, wenn andere so über uns denken und unser Verhalten ständig interpretieren? Nein, sicher nicht. Warum machen wir es also? Meine lieben Geschwister, schlecht voneinander zu denken, ist eine Belastung für unsere Beziehungen und unseren Iman. Familien und Ehen werden zerstört aufgrund dieser Denkweise. Die Umsetzung dieses einen Hadith erspart uns hunderte von Problemen, Sorgen und Gedanken. Von wie vielen Familien hört man, dass sie aufgrund des schlechten Denkens zerstritten sind? Schlechte Vermutung führt den Menschen zu Überheblichkeit, zu Uneinsichtigkeit. Man fängt an zu glauben, man sei etwas Besseres. Man sieht seine eigenen Fehler nicht mehr. Umar ibn al-Khattab radiallahu anh sagte: Denke über das Wort deines gläubigen Bruders nicht schlecht, solange es schön interpretiert werden kann. Wir müssen die Worte anderer bestmöglich interpretieren. Im Grunde genommen kann man fast jedes Wort zunächst gut interpretieren. Wie oft kam es denn vor, dass wir von jemandem schlecht gedacht haben, doch am Ende hat sich gezeigt, dass man falsch lag? Immer wenn jemand etwas sagt oder tut, das einen stört oder belastet, sollte man versuchen, Ausreden für ihn zu suchen. Das Beste wäre aber, das Gespräch zu suchen. Andernfalls steigert man sich immer weiter rein, denkt schlecht, lästert und kann sich sein Jenseits verderben. Warum denke ich nicht so? Mein Bruder hat es vergessen und Allah hat den Menschen so erschaffen. Vielleicht hat sie mich nicht gesehen. Vielleicht hat sie derzeit viele Sorgen und so weiter und so weiter. Die Liste der Suche nach Ausreden vom Besten auszugehen ist lang und das wissen wir. Liebe Geschwister, wir müssen verstehen, dass wir in diesem Fall nicht das Recht Allahs genommen haben, sondern das Recht unserer Geschwister. Wir müssen uns bei ihnen entschuldigen, sonst könnte es sein, dass wir die Sache an Yawm al-Qiyamah austragen müssen. Und das wollen wir nicht. Um gut über andere zu denken, müssen wir an uns arbeiten. Der Shaitan ist untrennbar mit dem Menschen verbunden, wie das Blut, das durch unseren Körper fließt. Er beendet nicht seine Versuche, Zwietracht innerhalb der Muslime zu sehen und Streitigkeiten zwischen ihnen zu schüren. Gut über andere zu denken, ist eines der besten Mittel, um diesen Weg von dem Shaitan zu blockieren. Wir bitten Allah, den Allmächtigen, uns gesunde Herzen zu schenken und uns zu helfen, gut über unsere Brüder und Schwestern zu denken.